Ja, liebe Medienvertreter und auch liebe Gäste in den VIP-Räumen, ich darf Sie herzlich begrüßen zur Pressekonferenz nach dem 26. Spieltag, an dem der SSV Jahn und der FC Hansa Rostock sich vor 5.169 Zuschauern mit 1:1 unentschieden getrennt haben. Ich begrüße bei mir die beiden Cheftrainer, Andreas Bergmann und Thomas Stratos, und das erste Statement zum Spiel gebe dem Gästetrainer Bergmann, bitteschön. Ja, wenn man noch so einen Anführungsstrichen Kurzverschluss, so einen Elfmeter noch bekommt, wo uns fast alle einig sind, dass er außerhalb war, dann ist man natürlich ein bisschen enttäuscht. Unterm Strich natürlich völlig verdient, weil wir im Moment einfach nicht diese Lockerheit haben. Wir haben gegen eine sehr spielstarke Mannschaft gespielt mit viel Positionswechsel, die uns wirklich Probleme gemacht hat. Und wenn man dann mal so ein Spiel hat, wo man merkt, das ist nicht so, dann muss meine Mannschaft einfach noch lernen, klarer zu spielen. Und wir machen dann so unfassbare Fehler, die wir dann, wo der Gegner dann richtig von zehrt, gerade kurz vor Schluss, wo wir plötzlich einen Ball ins Zentrum spielen, wo der so unter Druck gerät und wir dadurch wieder zwei Ecken gegen uns bekommen und da so eine Unruhe entstehen lassen, daran müssen wir einfach arbeiten, weil man muss auch mal so einen Arbeitssieg mit nach Hause nehmen, und das ist uns heute nicht gelungen und unterm Strich natürlich für Regensburg hochverdient der Ausgleich. Danke. Vielen Dank, Andreas Bergmann. Thomas, wie hast du das Spiel erlebt? Ja, ich habe natürlich ein sehr, sehr gutes Spiel in der Mannschaft gesehen. Ich habe 90 Minuten, ich glaube, das beste Saisonspiel mit Abstand. Weil wir haben eben es geschafft, einen Gegner in die eigene Hälfte zu drängen, 30 Meter vom Tor über dem Handball eben den Ball laufen lassen und souverän einfach den Ball laufen lassen. Ja, natürlich war der letzte Pass, das ist das Einzige, was ich kritisieren muss. Der letzte Pass hat einfach manchmal nicht gepasst, obwohl er aus meiner Sicht einfach gewesen wäre. Aber ich bin da in diesen Dingen immer sehr, sehr schnell. Darum war es genauso, wie die ganze Rückserie einfach läuft. Wir spielen Fußball, wir werden immer stärker, wir spielen immer besser. Und die Jungs verstehen eben, wie sie sich bewegen müssen, wo sie hinlaufen müssen, um eben die Lücken, die Möglichkeiten, die Ruhe manchmal auch, die man am Ball haben muss, um einen Gegner laufen zu lassen. Wir haben uns viele, viele Chancen erspielt. Ärgerlich ist eben, dass der Gegner keine Torchance hatte und ein Tor erzielt hat. Der Schiedsrichter war, ich muss vorsichtig sein, wie ich sage, aber grottenschlecht. Es war einfach unterirdisch. So etwas habe ich lange nicht gesehen. Ich muss ihn während des Spiels beherrschen. Das mache ich jetzt nicht. Ich sage einfach, was ich denke. Wir haben uns, glaube ich, diesen Punkt mehr als verdient. Fühle mich aber irgendwie nicht ganz so gut, weil mir zwei Punkte fehlen. Danke. Danke, Thomas. Dann übergebe ich die Fragestellung an die Journalisten, den Anfang von Heinz Reichenwalder von der Mittelbayerischen Zeitung. Die Frage vorerst an Herrn Bergmann. Haben Sie schon mal ein Spiel gehabt in der Saison, in dem Ihre Mannschaft kein einziges Mal aus dem Spiel heraus aufs Tor geschossen hat? Ich hatte viele Spiele, wo wir viele Chancen haben und sie nicht genutzt haben. Und heute haben wir ein Spiel, wo wir so gut wie gar nichts hatten. Und uns fehlte immer wieder der entscheidende Ball oder auch eine gute Entlastung. Wie gesagt, ich habe heute gesagt, dann muss man so ein Spiel so annehmen, wie es ist, und dann muss man sich wieder in so ein Spiel reinarbeiten. Und das haben wir heute nicht gut gemacht. Wir haben da zu fahrig gearbeitet und natürlich waren wir jetzt im Zentrum auf. Wir kennen das erste Mal jetzt von Anfang an, der lange nicht mehr gespielt hat. Leo danach, wo wir gehofft haben, dass da ein bisschen spielerische Substanz reinkommt, aber der natürlich auch nach einer langen Verletzung da auch dann nicht, was auch nicht einfach ist, wenn man in so ein Spiel reingerät. Aber unterm Strich ein dass wir vorne relativ blass waren, so extrem hatte ich es, glaube ich, noch nicht. Für mich jedenfalls noch nicht so gefühlt. Ja. Herzlichen Dank. Ja, Thomas, ja. Du, wenn ich dich richtig verstanden habe, du traust zwei Punkte noch und freust dich nicht über einen Punkt, oder? Ja, am Ende ist es, habe ich auch nicht mal an den Punkt geglaubt, weil wenn du so dominierst und so spielst und so viele Chancen, die nicht unbedingt bis zum Torwart kommen, sondern immer davor hängen bleiben, dann verlierst du eigentlich so ein Spiel. Ja. Wenn man natürlich sieht, wie es gelaufen ist, wie einseitig das Ganze war, dann tut es mir ein bisschen weh, dass wir nicht drei Punkte haben. Ja, und dir hat der Dreisler heute schwer gefehlt, der sich auch gestern im Abschlusstraining verletzt hat? Ja, da denke ich gleich drüber nach. Die Jungs, die gespielt haben, haben es so gut gemacht. Da denke ich nicht mal verletzten Spieler nach. Ja. Warum ist denn noch einer vorzeitig raus? Hat einen Schlag auf den Oberschenkel bekommen und konnte nicht mehr laufen. Okay. Wirst du den Elfmeter für Rostock gesehen? Ich habe keinen Elfmeter gesehen. Also würdest du sagen, war kein Elfmeter? Kann ich mir nicht vorstellen. Ich kann, also
Für mich war es kein Elfmeter, ich konnte nichts erkennen, was er da gepfiffen hat. Vielleicht, wenn ich es mir nochmal anschaue, sehe ich was anderes, aber von der Position, die ich hatte, hatte ich eigentlich voll an meinem Torwart gesehen. War dieser Tor aberkannt worden? War das eine Stimme von? Oder? Ich habe auf den Ball geachtet, das heißt, ich konnte nicht erkennen, was passiert ist. Ich konnte nicht erkennen, ob der eine umgerissen wurde, ob einer irgendwas gemacht hat. Das war für mich nicht zu erkennen. Das kann ich nicht beurteilen. Okay. Würdest du sagen, nach der heutigen Leistung könntest du aufbauen? Auf die heutige Leistung könntest du aufbauen? Boah, wir bauen schon länger auf. Wir bauen die ganze Rückserie auf. Die ganze Rückserie läuft sehr gut. Wir steigern uns, auch wenn ich manchmal glaube, dass es nicht möglich ist, sehe ich so ein Spiel wie heute und bin dann spielerisch super zufrieden. Ja, ich meine, heute die Heimserie hat er Bestand gehabt. Ich glaube, das hat das achte Mal in Folge umgeschlagen zu Hause. Okay, spricht vor. Danke dir. Danke. Danke, Heinz. Gibt es weitere Fragen? Jürgen Scharf, Mittelbayerische Zeitung. Auch von mir eine Frage an den Gästetrainer, Herr Beckmann, für die Aufstiegsambitionen von Hansa. War das heute einfach zu wenig oder wie sehen Sie hier die Chancen noch? Ich finde, seitdem das ein bisschen thematisiert wird, seitdem fehlt uns die Lockerheit. Wir haben uns viel erarbeitet, wir haben gesagt, das ist ein Aufbaujahr und gute Schritte gemacht und sind jetzt in eine Erwartung reingekommen, wo ich das Gefühl habe, dass uns das gerade ein bisschen belastet. Danke, Jürgen. Gibt es weitere Fragen? Dann scheint alles beantwortet zu sein, das ist schön. Parallelspiele gab es heute keine. Keine Ergebnisse? Keine anderen Ergebnisse, nee. Aber dafür kann ich noch verraten, dass beide Mannschaften ihre Tabellenplätze beibehalten durch den einen Punkt. Hansa Rostock bleibt auf dem 4. Platz und der Jan auf dem 10. Platz. Unser nächstes Auswärtsspiel ist am Samstag um 14 Uhr in Saarbrücken. Ich bedanke mich für das Interesse und wünsche den Gästen eine gute, wenn auch lange Heimreise nach Rostock. Ja,